Eine Rede vor der Kommission für Rüstungsausfuhr im Kreml Moskau hielt Russlands Präsident Putin eine Rede zu russischen Rüstungsexporten. Gerechnet bis Ende 2016 hält Russland souverän den weltweit zweiten Rang bei den militärischen Exporten. Im vergangenen Jahr wurden über 15 Milliarden Dollar umgesetzt. 2015 waren es nach meiner Erinnerung 14,5 Milliarden. Laut einer Studie von SIPRI hat Russland einen Anteil von 23% an den weltweiten Waffenexporten. Deutlich führen die USA mit 33% und danach kommen China mit 6,2%, Frankreich mit 6% und Deutschland mit 5,6%. Durch eine eindeutige militärisch-technische Zusammenarbeit im Rahmen des PTS-Systems gestaltet und nicht nur konkurriert Russland auf dem globalen Markt und übertrifft seine Ziele. Hier möchte ich vor allem von Unternehmen wie MIG sprechen, NPO Maschinenbau, Almaz Antei oder die russische Hubschrauberproduktion. Es sind anständige Zahlen, wenn auch verbesserungsfähig. MIG hat sein Ziel zu 118% erfüllt, Rossoboron-Export zu 101%, Almaz Antei als Luftabwehrproduzent zu 185%, die russische Hubschrauberproduktion zu 327%. Nach russischen Militärprodukten herrscht rege Nachfrage in 52 Ländern auf der ganzen Welt. Im vergangenen Jahr wurden Verträge mit einem Volumen von 9,5 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Somit wird das Portfolio der Exportaufträge ein Niveau von 50 Milliarden US-Dollar haben. Wir wollen die russische Präsenz auf dem globalen Markt für Waffen und militärische Ausrüstung erhöhen. Unsere Lieferungen und die Liste der Exportprodukte regional erweitern und die Qualität der russischen Waffen verbessern. So haben wir zum Beispiel im letzten Jahr 18 Abkommen im Bereich der militärisch-technischen Zusammenarbeit unterzeichnet. Merkmale der russischen Waffen sind ihre außerordentliche Zuverlässigkeit und Effizienz im Kampf gegen den Terrorismus in der Arabischen Republik Syrien und bei der Bekämpfung des Terrors im gesamten Nahen Osten. Der reale Einsatz von Kampfflugzeugen und Luftabwehrsystemen bringt absolut unschätzbare Erfahrungen mit sich und schult die technischen Mitarbeiter in der Luftverteidigung sowie Entwickler inländischer Militärprodukte. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie zeitnah und aktiv auf die Erfahrungen vor Ort reagieren, die aus der Verwendung der militärischen Ausrüstung entstehen. Und sie wurden nicht nur im Kampf, sondern auch für humanitäre Zwecke genutzt. So wurden durch moderne Minensucher Sprengstoffe in Aleppo und Palmyra neutralisiert, sowie chemische Waffen der Terroristen. Bewiesen haben ihre Effizienz auch mobile medizinische Komplexe, Kantinen, Maschinenanlagen und anderes, was ein friedliches Leben unterstützt und die Strom- und Wasserversorgung wiederherstellt. Die Rede wurde übersetzt mit Unterstützung von Bubble. Sprachen lernen, wie ihr es wollt. Aktuelle News und Hintergründe bei uns jeden Sonntag mit Julia Dudnik. Zu ihren Videos kommt ihr unter dem Link. Abonniert uns für aktuelle Russland-News.